Um die alten Schätze kümmert sich eine Arbeitsgemeinschaft. Der erste Vorsitzende, Axel Ladleif, ist mit den Fahrzeuggeschichten vertraut. Wir befinden uns hier im Betriebshof Gelsenkirchen, der Bogestra, mitten in der Stadt gelegen, zentral und 1994 quasi nach 2-jährigem Umbau neu eröffnet. Da sehen wir den Triebwagen 96, unser Schmuckstückchen, Baujahr 1948, ein Kriegsstraßenbahnwagen, etwas vereinfacht gehalten in der Konstruktion, aber für seine Zeit damals revolutionär. Die ganze Fahrerei passiert tatsächlich über einen mechanischen Fahrschalter, wo also keine Elektronik zwischenbeschaltet ist. Das Einzige, wo man so einen Kompromiss machen musste beim Aufbau des Wagens, ist zum einen eine Niederspannungsanlage für Schienenbremse, für die Beleuchtung. Und natürlich hat der Wagen auch Zugsicherung, weil wir hier ja auch über Tunnelstrecken fahren. Oftmals beschwert man sich ja auch über den Fahrkomfort moderner Fahrzeuge, ab und zu, wenn es Anlass dazu gibt. Aber wenn die Fahrgäste hier reinkommen, sind sie ganz und gar nicht entsetzt darüber, was sie sehen, sondern eigentlich freudig überrascht und einfach erstaunt, dass sowas früher tatsächlich im Alltagsbetrieb üblich war. Was haben wir denn jetzt für einen Wagen hier? Der sieht ja so ganz anders aus. Ja, das ist ein Unikat. Also dieses Fahrzeug gibt es wirklich nur noch bei uns. Ist seinerzeit 1968 gebaut worden. Bei der DÜWAG ist ein Fahrschulwagen. Also eigens für diesen Zweck konzipiertes, konstruiert und gebautes Fahrzeug. Mit Fahrersitz für den Fahrschüler und hier dem Sitz für den Fahrlehrer, der also mit seinem Bedienpult sämtliche Fehler simulieren kann, um halt eben den Fahrschüler mal so richtig ins Schwitzen zu bringen. Nicht in Schwitzen kommt Andreas Westerwich. Er wird heute die 40, einen alten GT6, auf Stadtrundfahrt lenken. Das war unser Triebwagen 40. Wird gemeinhin als Standardwagen bezeichnet, weil diese Fahrzeuggeneration, erste Gelenkwagengeneration, ab Ende der 50er Jahre hier angeschafft wurde, in einer Stückzahl von weit über 90 Stück und quasi über viele Jahrzehnte das Stadtbild hier im Ruhrgebiet geprägt hat. Insofern der Spitzname Standardwagen. Und ja, DÜWAG-Gelenkwagen, klassisches DÜWAG-Design, sehen wir auch noch hinten in der Halle, da haben wir noch ein Schätzchen stehen. Ja, und der Wagen war heute für eine Stadtrundfahrt im Bochumer Betriebsteil unterwegs. Zunächst ist der alte Zug auf Zubringerfahrt zur Engelsburger Straße. 1996 sind die letzten GT6 in Bochum und Gelsenkirchen im Liniendienst gefahren. Viele sind verschrottet oder an andere Städte verkauft worden. Nur der Fahrschulwagen und die Nummer 40 sind übrig geblieben. Der typische Fahrgastraum mit Zweier- und Einerbestuhlung. In den langen Betriebsjahren erfuhren die Wagen etliche Modernisierungen. Umfangreich waren die Umbauten für den Tunnelbetrieb, der ab 1977 begonnen hat. Wir erreichen die Haltestelle Engelsburger Straße. Die Sonderfahrteilnehmer erwarten den Zug bereits.
Zunächst geht es nach Höhentrop-Kirche über die Essener Straße. Statt einer Kurbel haben viele GT6 einen Knüppel, über den die Schützensteuerung angesteuert wird. Der alte Bochumer GT6 ist vom Frühjahr bis in den Herbst regelmäßig im Sonderfahrteinsatz. Oft reicht ein normales Ticket. Auch der Wagen 96 ist im Gelegenheitsverkehr unterwegs. Hier verlässt er den Betriebshof in Gelsenkirchen. Beliebtes Motiv ist der Förderturm der alten Hollandzeche.